Im strömenden Regen wurde am 5. Oktober das Richtfest für den zweiten Bauabschnitt zur Erweiterung der Oberschule Königsbrück gefeiert. Nun ist der Rohbau zu 80% abgeschlossen. Nach feierlichen Worten durch Bürgermeister Heiko Triesnack und Schulleiterin Sigrun Kreher schlug der erste Beigeordnete Udo Witschers symbolisch den letzten Nagel ins Gebälk. Ein freudiger Tag für alle Beteiligten. Na, dieser heutige Tag ist ein erfreulicher zweifelsfrei, aber es ist für uns natürlich ein Etappenabschnitt. Wir haben jetzt heute das Richtfest für den zweiten Bauabschnitt zur Erweiterung der Oberschule in Königsbrück. Wir hatten den ersten Bauabschnitt bereits vollzogen und hatten in der Vorbereitungszeit, in einem Zeitraum zwischen 2010 und 2015, noch eine Entwicklung gehabt, die nicht der nach 2015 entsprach. Gott sei Dank, wir haben im westlichen Teil unseres Landkreises eine überproportional positive Entwicklung von Zuzügen, aber auch wirtschaftlich guter Entwicklung, sodass die Einwohnerzahlen hier im Gegensatz zu vielen anderen Regionen steigen und damit auch die Anzahl der Schüler zunimmt. Und wir hatten im ersten Bauabschnitt aufgrund der Entwicklung um den Zeitraum 2010-12 nur eine einzügige Schule geplant, wurden aufgrund der Entwicklung hier eines Besseren belehrt, Gott sei Dank, und dürfen nun einen zweiten Bauabschnitt gleich hinterher schieben, um die Schule nochmal auf eine Zweizügigkeit dauerhaft zu erweitern. Aufgrund der weiter steigenden Schülerzahlen bestand nun der Bedarf der Zweizügigkeit. Daher mussten mit Fertigstellung des ersten Erweiterungsbaus zur einzügigen Schule die meisten Container als Übergangslösung noch stehen bleiben. Die Absicherung des Unterrichts läuft seitdem ergänzend zu den vorhandenen Räumen in Containern. Nach einer Variantenuntersuchung ergab sich letztendlich der Erweiterungsneubau als die funktionell und wirtschaftlich günstigste Variante. Mit dem Neubau soll auch die Neugestaltung der Räume in dem dreigeschossigen Gebäude realisiert werden. Ja, hier wird ein Biologieraum mit Vorbereitungsraum entstehen, hier wird ein Musikraum inklusive Vorbereitungsraum entstehen, hier werden 7 ganz normale Unterrichtsräume entstehen, 3 Gruppenräume entstehen, aber auch ein Lehrerraum und auch ein Fachlagerraum, sanitäre Anlagen, und das alles wird natürlich auch barrierefrei entstehen in einem gesamten Bauvolumen von ungefähr 3 Millionen Euro, und wir sind im Freistaat Sachsen sehr, sehr dankbar für die Förderung aus dem Schulbautopf mit ungefähr 2 Millionen Euro. Herbert Wolf, Staatssekretär am Sächsischen Kultusministerium, überreichte Anfang November 2019 den Fördermittelbescheid über 1,9 Millionen Euro für die zweite Erweiterung der Oberschule Königsbrück an den Landkreis Bautzen. Nachdem vom September 2016 bis Juni 2018 in einem ersten Bauabschnitt der Erweiterungsneubau für die Oberschule mit allen notwendigen Räumen geschaffen wurde. Der symbolische Spatenstich von Michael Haarig zum zweiten Bauabschnitt erfolgte schließlich im März diesen Jahres. Es lief alles glatt. Wir hatten einen sehr, sehr guten Bauverlauf. Es ist allen Planern und baubeteiligten Firmen hier sehr, sehr zu danken, sodass wir nach der Grundsteinlegung erst im März trotz der Corona-Krise doch hier sehr zuverlässig dem heutigen Richtfest entgegensteuern konnten und mehr als zuversichtlich jetzt auf der Zielgeraden uns befinden und dem Erweiterung dann insgesamt auch des zweiten Bauabschnittes und dessen Eröffnung für den Sommer 21 entgegenschauen können. Nach der Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts soll der Unterricht an einem Standort durchgeführt werden. Bis zu 336 Schüler können dann in dem Gebäude ihren Abschluss machen. Zudem betonten alle Anwesenden, wie wichtig gute Lehr- und Lernbedingungen nicht nur für die Schüler und Lehrer sind, sondern auch für die Sicherung der Schülerzahlen in der Region und die Attraktivität des Bildungsstandortes.